Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns eine erste Grammatik angucken. Wir hatten im letzten Video schon gesehen, was formale Sprachen sind, hatten den Begriff der Grammatik eingeführt und den Begriff des Produktionssystems, den wir jetzt noch etwas besser verstehen werden. Nun wollen wir uns einmal konkret angucken, wie so etwas denn eigentlich aussieht. Dafür habe ich hier eine erste Grammatik für eine Sprache, die wir im Moment noch gar nicht verstehen. Und dass wir sie nicht verstehen, macht überhaupt nichts, denn auch eine Maschine versteht nichts. Wir werden mit dieser Grammatik ganz mechanisch herumspielen. Wir haben hier eine Grammatik vorgegeben und können diese nun benutzen. Die hier verwendete Notation ist nur halbwegs formal. Wir werden sie später noch ein bisschen verfeinern und dann richtig formal werden. Aber die wichtigsten Aspekte tauchen hier in dieser Grammatik schon auf. Man kann das im Grunde genommen als ein kleines Spiel betrachten, ein Textersetzungsspiel oder ein Zeichenersetzungsspiel. Auf der linken Seite der Folie steht in der ersten Zeile der Satz, A ist das Startsymbol. Das ist der Ausgangspunkt für unser Spiel. Von dort starten wir so, wie das oben rechts auf der Folie auch schon zu sehen ist. Wir beginnen immer mit diesem Startsymbol. Dann zeichnen wir daneben einen Pfeil und schreiben nun wiederum Zeichen rechts neben den Pfeil. Aber welche? Das legen unsere Spielregeln fest, die auf der linken Seite der Folie in den folgenden vier Zeilen aufgeschrieben sind. Die Regeln sehen immer so aus, dass links ein blaues Zeichen steht, dann kommt in grün die Zeichenfolge Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich, die ist zu lesen als kann ersetzt werden durch. Und dann folgen auf der rechten Seite davon weitere Zeichen, die wir uns nun Schritt für Schritt erschließen wollen. Die erste Regel, die wir dort sehen, ist also so zu lesen, dass A kann ersetzt werden durch die Zeichenfolge B, D, B, D, B. Nicht durch eines davon oder einige, sondern durch die gesamte Zeichenfolge. Diesen Schritt führen wir hier oben rechts nun einmal aus und schreiben rechts neben den Pfeil genau diese komplette Zeichenfolge hin. Wir haben hier aus dem A die Zeichenfolge B, D, B, D, B produziert oder, wie man auch sagt, abgeleitet. Wir konnten hier eine beliebige Regel auswählen, bei der das A auf der linken Seite steht. Da war unsere Auswahl nicht sehr groß, denn es gibt hier nur eine Regel, bei der das A auf der linken Seite steht. Nun spielen wir weiter. In jedem Spielzug können wir ein beliebiges blaues Zeichen auswählen. Welches ist uns überlassen? Wir müssen nicht von links nach rechts oder in einer irgendwie festgelegten Reihenfolge vorgehen. Dieses Spiel setzen wir so lange fort, bis auf der rechten Seite kein einziges blaues Zeichen mehr steht. Der Einfachheit halber wähle ich einmal das erste B in unserer aktuellen Zeichenfolge aus. Wir müssen nun links schauen, welche Regeln es dort gibt, bei denen B auf der linken Seite steht. Das ist wieder nur eine. Aber hier sehen wir nun auf der rechten Seite von Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich ein weiteres grünes Zeichen, nämlich einen senkrechten Strich. Mit diesem Strich werden Alternativen gekennzeichnet. Das heißt, wir können das Zeichen links, das B, durch eine beliebige der Alternativen rechts ersetzen. Hier haben wir also die Wahl, ob wir B durch C ersetzen oder durch die Zeichenfolge BC. Im Grunde haben wir hier also zwei verschiedene Ersetzungsregeln zur Auswahl. Ich wähle hier jetzt einmal die zweite Alternative und ersetze also das erste B durch die Zeichenfolge BC. Dabei wird, wie gesagt, immer nur ein Zeichen ersetzt, also nicht etwa alle drei Bs in unserem aktuellen Ausdruck. Um die anderen Bs müssen wir uns gleich noch kümmern und da haben wir jedes Mal wieder die Wahl, welche der Alternativen wir dort verwenden. Wir müssen also nicht alle drei Bs gleich behandeln und die beiden Ds natürlich auch nicht. Unser Spielzug besteht hier also nun darin, dass wir das B durch BC ersetzen. Welche Ersetzung ich vorgenommen habe, habe ich hier mit diesem kleinen blauen Dreieck hinterlegt, sodass man sieht, was ich getan habe. Im nächsten Spielzug kann ich mir jetzt wieder ein beliebiges Zeichen aussuchen. Ich könnte wieder das vordere B nehmen, ich kann aber auch ein beliebiges anderes Zeichen wählen und es wieder nach einer der Regeln ableiten oder ersetzen. Ableitung ist, wie gerade schon kurz erwähnt, der Begriff, den wir später üblicherweise verwenden werden. Ich kann nun also beispielsweise eines der anderen Bs wählen und nehme hier einfach mal das zweite B, also das etwa in der Mitte stehende, und möchte das nun durch die erste Variante der zweiten Regel ersetzen. Das heißt, ich ersetze hier jetzt das B einfach durch ein C. Jetzt kann ich mir wieder ein beliebiges Zeichen aussuchen. Jedes blaue Zeichen kommt in Frage. Jetzt nehme ich einmal das erste D. Dann muss ich wieder nach geeigneten Regeln suchen und werde bei der vierten Regel fündig. Da gibt es keine Alternativen. Es ist ja kein grüner senkrechter Strich dort zu sehen, sodass klar ist, dass ich das D nur durch einen Punkt ersetzen kann. Dieser ist nun nicht in Blau, sondern Orange. Zeichen in dieser Farbe werden niemals ersetzt, sondern bleiben bis zum Ende unverändert in unserem Ausdruck stehen. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir mit unseren Ersetzungen weitermachen, solange noch blaue Zeichen da sind. Im Laufe der Zeit werden alle blauen Zeichen durch solche orangefarbenen ersetzt und wenn das erreicht ist, endet unser Spiel. Hier sehen wir das nun erstmals und ersetzen das blaue D durch einen orangefarbenen Punkt. So spielen wir weiter. Als nächstes nehme ich mir einmal das erste B vor und ersetze es nach der ersten Alternative der zweiten Regel durch ein C. Da wir immer noch blaue Zeichen in unserem Ausdruck haben, müssen wir weiterspielen.
Jetzt kann ich als nächstes beispielsweise einmal das dritte C durch die sechste Alternative der dritten Regel ersetzen. Die dritte Regel nehmen wir, weil dort das C auf der linken Seite steht. Wir erinnern uns, die senkrechten Striche kennzeichnen die Alternativen, von denen wir eine beliebige wählen können. Ich entscheide mich ganz willkürlich für die sechste Alternative, das ist die 5. Ich ersetze das C also nun durch eine 5. Jetzt suche ich mir also als nächstes wieder ein beliebiges blaues Zeichen aus. Ich nehme einfach mal das allerletzte B, das wir da stehen haben, und ersetze das noch einmal nach der zweiten Alternative in der zweiten Regel. Dann wird also das B ersetzt durch die Zeichenfolge BC. Nun nehme ich mir das eine D vor, das dort noch steht. Was kann ich mit dem machen? Naja, die einzige Möglichkeit besteht darin, es gemäß der vierten Regel, der einzigen, wo D auf der linken Seite steht, durch einen Punkt zu ersetzen. Das ist alternativlos. Bis hierher bin ich immer ziemlich wild in dem Ausdruck hin und her gesprungen und habe mal hier, mal dort ein blaues Zeichen ersetzt. Welche Regel ich wähle, ist mir im Rahmen der Spielregeln frei überlassen. Diese Regeln hat sich jemand anderer ausgedacht und an sie muss ich mich halten. Ich darf also nicht ein C durch irgendetwas anderes ersetzen, als die Regeln es erlauben. Aber niemand kann mir vorschreiben, welche Regeln und welche Alternative einer Regel ich als nächstes auswähle oder welches der blauen Zeichen ich als nächstes ersetze. Ab jetzt will ich aber einmal etwas systematischer vorgehen und die verbliebenen blauen Zeichen von links nach rechts ersetzen. So würde man das wahrscheinlich in vielen Fällen machen, aber man muss es, wie gesagt, so nicht machen. Für das erste C möchte ich dann gerne einmal die zweite Alternative wählen, das heißt, ich ersetze das C durch eine 1. Dann nehme ich mir das nächste C vor und ersetze es einmal durch eine 0. Dann ersetze ich das B nach der ersten Variante der zweiten Regel durch ein C. Nun habe ich zwei Cs dort hinten stehen, gehe nun her und ersetze das erste dieser beiden durch eine 2 und das letzte möchte ich durch eine 3 ersetzen. Jetzt sind alle Zeichen in unserem Ausdruck orange, sodass das Spiel beendet ist. Wir haben gewonnen, was auch immer. Wenn wir uns diesen Ausdruck nun angucken, sehen wir, dass diese Grammatik, von der wir überhaupt keine Ahnung hatten, was sie eigentlich tut, ein gültiges Kalenderdatum erzeugt hat. Das ist genau das Geheimnis der formalen Sprachen. Wir können hier einen Satz von Regeln, die irgendwer anders uns vorgegeben hat und der sich hoffentlich etwas dabei gedacht hat, stumpf anwenden. Und was immer wir tun, es wird immer ein gültiges Kalenderdatum dabei herauskommen. Ausgehend von dem Startzeichen können wir eine vollkommen beliebige Folge von Regeln anwenden und es wird immer ein gültiges Kalenderdatum am Ende der Ableitung stehen. Gültig dabei in dem Sinne, dass es syntaktisch korrekt ist, nicht, dass es sich unbedingt um ein echtes Kalenderdatum handelt. Denn wir könnten auch das Datum des 64.13.1947 erzeugen. Das will ich hier jetzt nicht durchspielen, aber ihr könnt ja einmal selber versuchen, ob euch das gelingt. Wir sehen hier auch, warum eine solche Grammatik als Produktionssystem bezeichnet wird. Wir produzieren fast aus dem Nichts, aus einem einzigen Zeichen, das am Anfang unserer Produktion steht, einen gültigen Ausdruck. Wir beginnen also ganz klein mit einem einzigen Symbol, dem Startsymbol, und produzieren daraus ein beliebiges Kalenderdatum. Hier heißt das Startsymbol A, aber das ist willkürlich. Genau wie alle hier verwendeten blauen Zeichen willkürlich sind, denn sie dienen uns lediglich als Hilfsmittel, als Vehikel zur Erzeugung unserer Ausdrücke. In den erzeugten Ausdrücken selber tauchen hingegen keine blauen Zeichen mehr auf. Wir können also diese Grammatik hier nehmen und mit ihr Ausdrücke erzeugen. Schauen wir einmal, was denn im Sinne dieser Grammatik gültige und was ungültige Ausdrücke sind. Ein gültiger Ausdruck ist offenbar der 10.05.23, denn den haben wir eben erfolgreich aus dem Startzeichen ableiten können und damit quasi bewiesen, dass dieser Ausdruck von der Grammatik erzeugbar ist. Und das ist genau das, was wir immer machen müssen, wenn wir nachweisen wollen, dass ein bestimmter Ausdruck von der Grammatik erzeugt werden kann. Wir beginnen mit dem Startzeichen und wenden nacheinander Ableitungsregeln an, bis wir am Ende den Ausdruck dort stehen haben. Wenn uns das gelingt, haben wir bewiesen, dass der Ausdruck von dieser Grammatik erzeugbar ist. Wenn uns das nicht gelungen ist, kann das zwei Gründe haben. Entweder geht es tatsächlich nicht oder wir sind irgendwo falsch abgebogen, haben uns also für eine Folge von Ableitungen entschieden, die zwar erlaubt war, aber nicht zum Ziel geführt hat. In dem Fall müssen wir schauen, ob wir auf einem anderen Weg zum Ziel hätten kommen können. Ein nicht gültiger Ausdruck wäre dagegen der auf der rechten Seite. Warum nicht? Weil wir gar keine Schrägstriche produzieren können. Das gibt unsere Grammatik einfach nicht her, denn Schrägstriche gibt es hier schlicht und ergreifend nicht. Schauen wir uns noch zwei weitere Beispiele für einen gültigen und einen ungültigen Ausdruck an. Wir können beispielsweise auch den 10.05.23 erzeugen. Das ist durchaus eine gängige Schreibweise für ein Kalenderdatum und unsere Grammatik erlaubt es auch, diesen Ausdruck zu erzeugen. Wie? Nun, probiert es einmal aus. Als Hinweis, wir hätten dafür im dritten Schritt eben nur das zweite B nach BC statt nach C ableiten müssen, dann dieses B nach C und schließlich das erste der beiden Cs nach 0. So hätten wir diesen Ausdruck erzeugen können. Was wir dagegen nicht erzeugen können, ist der Ausdruck rechts, die einfache Jahreszahl 2023. Und warum nicht? Nun, weil in jedem Ausdruck, der mit unserer Grammatik erzeugt wird, immer zwei Ds enthalten wird und jedes D wird irgendwann zu einem Punkt. Das bedeutet also, dass unsere Ausdrücke immer genau zwei Punkte enthalten müssen.
Dazu kommt noch, dass sowohl vor dem ersten Punkt als auch zwischen den Punkten als auch hinter dem zweiten Punkt immer mindestens eine Ziffer stehen muss. Lasst euch diese Überlegung einmal in Ruhe auf den Hirnwindungen zergehen und versucht, dieses Argument anhand der Grammatik nachzuvollziehen. Wir können auch vierstellige Jahreszahlen produzieren, wie beispielsweise 10.05.2023. Dafür müssen wir das hinterste B nicht nur einmal nach BC ableiten, sondern das dabei neu entstandene B erneut nach BC und dann noch einmal dasselbe, sodass wir dort BCCC stehen haben. Dann können wir dieses B nach C ableiten, haben dort CCCC stehen und können das erste dieser Cs nach 2 ableiten, das zweite nach 0, das dritte nach 2 und das vierte nach 3. So haben wir dort hinten dann 2023 stehen. Was wiederum nicht geht, ist der Ausdruck auf der rechten Seite. Hier zieht das gleiche Argument wie eben. Genau zwei Punkte müssen in den Ausdrücken enthalten sein, aber auch einige der anderen Argumente von eben könnten wir hier wieder anführen. Wir können aber auch so ein Datum wie den 4251., 1337., 29.876 produzieren, während die Jahreszahl ja vielleicht sogar noch sinnvoll sein könnte. Das Jahr mag wohl irgendwann mal kommen, auch wenn keiner von uns das erleben wird, aber zumindest den Tag und den Monat wird es in der Form garantiert nicht geben. Wir sehen also, wir können auch unsinnige Ausdrücke produzieren, in dem Sinn, den ich im letzten Video schon angesprochen habe. Wir prüfen nicht, ob der Ausdruck, den wir da bauen, auch tatsächlich ein sinnvolles Kalenderdatum ist. Gültig oder korrekt bedeutet für uns immer nur syntaktisch korrekt. Mit der Semantik haben wir hier im Augenblick nichts am Hut. Ob der Ersteller der Grammatik, also ich, da etwas Sinnvolles mit dieser Grammatik aufgestellt hat, ist eine andere Frage, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Und wir werden gleich auch noch sehen, dass ich hier durchaus ohne große Probleme wenigstens ein bisschen cleverer hätte vorgehen können. Ein durchaus sinnvolles Datum wie 10. Mai 2023 hingegen kann mit unserer Grammatik nicht erzeugt werden, weil wir nämlich gar keine Buchstaben in unserer Grammatik haben. Die Buchstaben großes M, kleines A und kleines I gibt es schlicht und ergreifend in unserer Grammatik nicht, also können wir diesen Ausdruck nicht erzeugen. Interessant ist an dieser Stelle übrigens noch ein Punkt, der noch sehr wichtig für uns sein wird. Wenn wir uns den letzten gültigen Ausdruck auf der linken Seite angucken, sehen wir, dass diese Ziffernkette für den Tag 4251 aus 4 Ziffern besteht. Schauen wir einmal in die Regeln, dann erkennen wir, dass diese Ziffernkette beliebig lang werden kann, also beliebig viele Stellen haben kann. Das erreichen wir mit diesem kleinen Trick in der zweiten Variable in der zweiten Regel, also der, mit der wir das Zeichen B ableiten können. Dort wird B ersetzt durch BC. Das heißt also, dass B erscheint in dem Ausdruck erneut. Das ist eine sogenannte Rückbezüglichkeit, mit der wir es hier zu tun haben. Überlegen wir einmal, was uns dies ermöglicht. Wenn wir diese Regel mehrfach hintereinander anwenden, wenn wir also ein B ersetzen durch BC, dann das B erneut durch BC ersetzen, dann haben wir da insgesamt nun stehen BCC. Das B können wir jetzt wieder durch BC ersetzen und haben nun insgesamt BCCC dort stehen. Das können wir nun so lange fortsetzen, wie wir lustig sind und so potenziell beliebig viele Stellen erzeugen, also eine beliebig große Zahl. Das ist für Kalenderdaten nicht sinnvoll, wird uns an anderen Stellen aber noch gute Dienste erweisen. Jetzt kann man diese Grammatik in dieser Art und Weise aufschreiben, wie ich das hier gerade getan habe. Aber so ist sie vielleicht nicht so ganz verständlich. Ich hatte im letzten Video schon angedeutet, dass wir diese Dinge auch machen, damit man sie als Mensch verstehen kann, damit wir als Mensch beispielsweise wissen, wie ein gültiges Kalenderdatum aussieht. Dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn diese blauen Zeichen nicht A, B, C und D hießen, sondern wenn wir sie mit sinnvollen Namen versehen. Genau das machen wir jetzt und ich ersetze hier einfach A durch Datum, B durch Zahl, C durch Ziffer und D durch Trenner. Damit haben wir nun eine Grammatik, die sich für den Menschen schon viel besser lesen lässt. Datum ist das Startsymbol. Damit wollen wir dem Leser einer solchen Grammatik andeuten, dass diese Grammatik Kalenderdaten erzeugt. Wichtig ist jetzt, dass wir hier nicht 5 einzelne Zeichen D, A, T, U und M haben, sondern dass das ein einzelnes Zeichen namens Datum ist. Wir müssen uns hier also davon lösen, dass ein Zeichen ein Buchstabe ist. Ein Zeichen kann bei uns eine ganze Folge von Buchstaben sein. Ein Zeichen ist bei uns ein solches blaues Dingsbums, das wir zusammenschreiben. Hier ist also gewissermaßen ein Wort ein Zeichen. Das gilt hier immer nur für diese blauen Zeichen, wohlgemerkt. Schauen wir uns die Struktur da oben noch einmal an und versuchen als Mensch zu verstehen, was wir da eigentlich vor uns haben. Eben haben wir die Maschinenperspektive eingenommen und haben das stumpf durchgespielt. Jetzt wollen wir einmal verstehen, was wir da eigentlich tun. Wir sehen also, dass ein Kalenderdatum zusammengesetzt ist aus einer Zahl, gefolgt von einem Trennzeichen, gefolgt von einer weiteren Zahl, gefolgt von einem Trennzeichen, gefolgt von einer Zahl. Was ist eine Zahl? Nun, eine Zahl ist entweder eine einzelne Ziffer, also eine der Ziffern von 0 bis 9, wie uns die dritte Regel verrät, oder es ist eine Zahl gefolgt von einer Ziffer. Da haben wir genau diese Rückbezüglichkeit, die es uns ermöglicht, beliebig große Zahlen zu produzieren.
Durch Anwendung dieser Alternativen können wir, wie gerade schon gesehen, Zahl beliebig oft nacheinander durch Zahl-Ziffer ersetzen und so eine beliebig lange Folge von Ziffern erzeugen, bis wir am Ende irgendwann einmal Zahl mit der ersten Alternative durch Ziffer ersetzen und dann jede einzelne Ziffer zu einer beliebigen der orangefarbenen Ziffern mit Hilfe der dritten Regel ersetzen. So können wir eine beliebig große Zahl erzeugen. Und damit haben wir nun das Geheimnis dieser Grammatik gelöst. Ein Datum besteht aus einer beliebig großen Zahl, darauf folgt ein Trennzeichen, das ist hier immer ein Punkt, etwas anders lassen wir im Moment nicht zu, gefolgt von einer zweiten beliebig großen Zahl, gefolgt von einem Trennzeichen, gefolgt von einer weiteren beliebig großen Zahl. Das sind gemäß dieser Grammatik also Kalenderdaten. Jetzt kann man hinterfragen, ob das sinnvoll ist oder die Grammatik nicht sicherstellen müsste, dass ein Kalenderdatum nicht aus beliebig großen Zahlen bestehen kann. Wenn wir das wollen, müssen wir dann noch ein paar Einschränkungen für unsere Ausdrücke vornehmen, was wir gleich auch noch machen werden. Hier möchte ich aber jetzt einen Arbeitsauftrag an dich geben. Halte das Video gleich einmal an und erweitere diese Grammatik so, dass sie als Trennzeichen nicht nur Punkte, sondern auch Schrägstriche zulässt. Die Grammatik soll also auch ein Datum, wie das hier auf der Folie zu sehen, 10-05-23 erzeugen können. Auch das soll also dann ein gültiges Datum der modifizierten Grammatik sein. Die Frage ist, wie wir diese Grammatik so erweitern können, dass auch dies ein gültiger Ausdruck ist, sprich, dass auch ein solcher Ausdruck ausgehend von unserem Startsymbol Datum abgeleitet werden kann. Dafür solltest du nun einmal das Video anhalten und wenn du es geschafft hast, kannst du das Video wieder starten. Da bist du also wieder und ich hoffe, du hast es tatsächlich ausprobiert und nicht einfach das Video weiterlaufen lassen. Die Lösung ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir müssen nämlich einfach nur dafür sorgen, dass wir als eine Alternative für den Trenner auch den Schrägstrich zulassen. Darauf kommt man vielleicht nicht sofort, aber wenn man das jetzt im Nachhinein sieht, klingt es hoffentlich ganz logisch. Wir hätten dann bei der Ableitung, die wir vorhin gesehen haben, dort, wo wir D durch einen Punkt ersetzt haben, immer D auch durch einen Schrägstrich ersetzen können. Wir kriegen allerdings auch die Mischnotation hin. Wir könnten auch 10.05-23 erzeugen. Auch das wäre ein gültiger Ausdruck im Sinne dieser Grammatik. Das möchte man vielleicht auch wieder nicht. Und dann kommt man wieder zu der Frage, wie failsafe man diese Grammatik machen möchte. Das möchte ich aber an dieser Stelle noch gar nicht weiter betrachten. Für den Augenblick soll uns das so erst einmal ausreichen. Eine andere Erweiterung, die ich aber gerne noch vornehmen möchte, ist die, dass wir jetzt dafür sorgen, dass solche Kalenderdaten wie der 4251., 1337., 29.876 nicht erzeugt werden können. Das können wir dadurch erreichen, dass wir nicht mehr beliebig lange Ziffernfolgen zulassen. Dazu müssen wir diese Rückbezüglichkeit aus der Grammatik entfernen, müssen dann aber dafür sorgen, dass wir geeignete Alternativen schaffen, sodass wir sowohl so etwas wie 10.5.23 zulassen, als auch 10.05.2023 und dass wir für die Jahreszahl hinten 2023 oder auch einfach nur 23 zulassen. Das erreichen wir, wenn wir die Grammatik in dieser Weise aufbauen. Datum bleibt unser Startsymbol. Datum wird ersetzt durch Tag, gefolgt von Trenner, gefolgt von Monat, gefolgt von Trenner, gefolgt von Jahr. Das ist nach wie vor verpflichtend, das ist alternativlos. Was ist nun ein Tag? Ein Tag besteht entweder aus einer Ziffer, das heißt einer der Ziffern von 0 bis 9, oder zwei Ziffern, die hintereinander stehen. Mit der zweiten Alternative bekommen wir Zahlen wie beispielsweise 10 hin oder auch 0,5. Mit der einzelnen Ziffer bekommen wir beispielsweise die 3 hin, aber wir könnten auch eine 0 erzeugen, also den 0.01.2000 beispielsweise als gültiges Datum. Das lassen wir in dieser Grammatik wieder zu, wir wollen nicht alles komplett regulieren. Für den Monat gilt im Grunde genau das Gleiche. Ein Monat ist ebenfalls entweder eine Ziffer oder zwei Ziffern. Und tatsächlich bräuchten wir diese Regel gar nicht, sondern könnten an beiden Stellen dasselbe blaue Zeichen verwenden. Aber das will ich hier nicht weiter thematisieren. Wie sieht unser Jahr aus? Nun, das besteht entweder aus zwei Ziffern oder aus vier Ziffern. Niemals aber nur aus einer oder dreien und auch nie aus mehr als vieren. Was ist eine Ziffer? Das ist geblieben wie zuvor, also eine der Ziffern von 0 bis 9. Unser Trenner ist weiterhin ein Punkt oder Schrägstrich. Damit können wir so ein unsinniges Datum wie eben nicht mehr erzeugen, aber wir können immer noch eine Menge anderer unsinniger Kalenderdaten erzeugen. So haben wir die Grammatik nun ein Stück weit eingeschränkt und man kann das noch weiter verbessern, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass eine Null alleine nie erzeugt werden kann. Diese Grammatik ist also noch keineswegs perfekt, aber zumindest sehen wir schon, wie wir mit der Grammatik eine ganze Menge in den Griff bekommen. Wie schon mehrfach gesagt, wollen wir letzten Endes auch gar nicht alles vollständig über eine solche Grammatik regulieren. Damit haben wir unsere erste Grammatik kennengelernt. Im nächsten Schritt werden wir das verfeinern und uns als nächstes ansehen, wie jetzt die formale Notation von Grammatiken aussieht. Ich hatte schon gesagt, dass es sich hier um eine halbwegs korrekte formale Notation handelt, aber das wollen wir im nächsten Video weiter perfektionieren und dafür sorgen, dass wir dann in der Lage sind, solche Grammatiken formal korrekt aufzuschreiben. Tschüss, bis zum nächsten Video.